hör mal du. Weißt du, was hier geht? Wer da heimlich tut und wer dahinter steht, sich im Finstern bewegt. Psst, hör mal du. Sag lieber gleich die Wahrheit, denn wir finden sie raus. Und du kommst nicht weit. Wir sind wieder unterwegs, schneller als die Polizei. Wir lösen jeden Fall, was es auch sei. Was ist los? Wir liegen auf der Lauer. Was passiert? Wir scheuen kein Abenteuer. Wir lösen jeden Fall komplett. Wir sind BARZ. Das Buch, das hat ein ehemaliger FBI-Agent geschrieben. Da stehen die modernsten Tricks für eine absolut erfolgreiche Ermittlung drin. Na super, Bart. Aber die Bank hat gleich Mittagspause. Also zuerst kaufe ich mir das Buch. Na gut, dann gehe ich heute allein. Mein Geld muss aufs Sparbuch. Schon klar, Zettel. Du hast Schiss, dass die Vorhändler dein Geld klaut, stimmt's? So schnell klaut mir keiner mein Geld. Na dann, bis später. Reinkommen! Rucksack her! Alle bleiben, wo sie sind, klar? Her damit! Geh schon. Hallo Bart. Hallo Herr Butzenhardt. Grüß Gott miteinander. Tag Herr Butzenhardt. Tag Herr Butzenhardt. Na, Benjamin, wie geht's dir denn inzwischen? Körperlich hat er ja nichts, sagen die in der Klinik, nur die Beule. Er hat seit heute Mittag nicht ein Wort gesprochen. Der Arzt sagt, er hat vielleicht ein Trauma. Kriegt Zettel wenigstens sein Geld wieder. Ach Bart, das Geld ist doch jetzt völlig wurscht. Leider hat der Zettel ja sein Geld noch nicht einbezahlt gehabt. Damit ist es wie ein Futsch. Und der Bankräuber? Ist wieder mal entwischt. Und was sagen die Zeugen? Gibt's Videoaufnahmen oder sowas? Ach, die Kamera war kaputt und der Verbrecher war natürlich maskiert. Ah, aufpasse, gell? Kollege Birkenstock, mir mache die Ermittlungen. Wenn ich brauchbare Informationen habe und nachdem wir den Täter gefasst haben, werde ich dich ausführlich unterrichten. Hättest recht? Ich hoffe, du hast es gehört. Boah, der Kerle, der ist bewaffnet und der fackelt nicht lang. Also hältst du dich diesmal aus der Geschichte raus. Sind wir uns da einig? Mhm. Musstest du nicht meinem Ex-Kollege Botzenhardt schwöre, die Hände von der Sache zu lassen? Ich habe ihm nur versprochen, seine Ermittlung zu dem Bankraub nicht zu beeinflussen. Ja, und das tue ich auch nicht. Doch, Herr Schuster, ich untersuche nur einen ganz normalen Diebstahl. Meinem kleinen Bruder betreffend. Bist der Käpsele. Was hast du denn da für ein Buch? Profiler. Ja, so ein Buch hätte ich auch schreiben können, als ich in Rente gegangen bin. Das Buch ist der Hammer. Mit Täterprofilen hätte ich schon viel früher arbeiten müssen. Sowas klappt bloß bei Serientätern. Eben. Unserer hat schon 6-mal eine Bank überfallen. Hast schon was für dein Täterprofil. Mhm. Also er ist sportlich, intelligent, kaltblütig, gewaltbereit und ist immer sofort spurlos verschwunden. Ah, sowas klappt nicht in der Stadt mit dem Auto. Das müsste ich glatt zu Fuß machen. Der ist wahrscheinlich ein sehr guter Sportler. Unser Schülersprecher, ein cooler Typ. Na, das ist ja mal originell. Du weißt schon, dass es auch der Sohn vom Direx ist, oder Schwesterlein? Ja, das weiß ich. Aber der Süße hat sich doch echt klasse gemacht in dem Schuljahr, oder nicht? Doch, echt. Den kommt man gar nicht mehr ran, so wird er von den Mädels belagert. Die komplette Oberstufe steht auf dem. Oh, tja, Christina, da hast du ja wohl keine Chance, hm? Wart's ab, Schwesterherz. Beim nächsten Mal sieht er mich garantiert nicht. Warte mal. Karl Hermanns will bei uns übernachten? Der Karl Hermanns, der Promi-Friseur? Hey Christina, der könnte doch was aus deinem Typ machen. Entschuldigung. Sind Sie hier schon den ganzen Tag?
Ja. Und haben Sie auch den Banküberfall da drüben mitgekriegt? Nee, ich war gerade in der Mittagspause. Ist Ihnen da jemand durchgefahren oder wie? Ja. Ich komme gerade aus meiner Pause zurück. Und was sehe ich da? Ist mir da so ein Mistkerl durch die Farbe gerast. War das ein Skateboard? Genau so sieht's aus. Immer mittags kurz vor der Pause rennt der Typ in die Bank. Hände hoch, Kohle hier. Gerade da muss Zettel reinlaufen. Armer Kerl. Jetzt ist er schon mal Zeuge und kann auch nicht mal drüber reden. Also das sind jetzt alle Banken, die der Typ bisher überfallen hat. Und der Täter schlägt kreisförmig zu. Und schau mal, was genau in der Mitte liegt. Wir probieren noch mal einen Kickflip. Ja, genau, super. Unser Schulhof ist der Skatertreff in Stuttgart. Ja, und alle überfallenen Banken waren ungefähr gleich weit von hier entfernt. Nicht schlecht. Und Mr. Witte, so ein Bail wie neulich brauchst du mir gar nicht mehr zu liefern, ja? Vorsicht, Leute, der Streiter. Ihr poppt das Board nach unten. Was ist mit dem? Das ist dermaßen der Schleifer, das ist so ein... Der leitet einfach nur die Skater AG, weil er der Sportlehrer ist. Wieso, was hast du denn gegen den? Mach nix. Man wollte auch in die Skater AG, aber der Streiter, der hat ihn einfach ausgelacht. Der hat gesagt, ich wäre ein Weichei und eine Lusche. Und ich könnte mich nicht in eine Gruppe integrieren. Ja, unmöglich, der Typ. Dem traue ich alles zu. Sogar einen Banküberfall. Der hat so viel Geld für einen Lehrer. Der fährt jede Ferien weg. Im Winter Snowboarden, im Frühling Paragliden und im Sommer Tauchen. Ja, und das ist ein sehr guter Sportler. Da raus. Okay. Wenn er jetzt noch weiße Farbe an seinem Board hätte. Passt ein bisschen auf euch auf, gegenseitig. Hey, super! Hey! Was machst du in der Lehrerumkleide? Wer mit dem Board? Also? Ist noch was? Ich hab nach dem Sport meine Jacke vergessen. Fundsachen liegen wie immer beim Hausmeister, war's das? Ja. Und tschüss. Ach Quatsch, der Streiter hat neue Rollen drauf, weil die alten total mit der Farbe verschmiert waren. Würde ich genauso machen. Oder weil sie eben abgefahren waren. Kannst du einmal für mich sein? Ich sag nur, dass wir keine Beweise haben. Aber gleich. Ich zieh die kompletten Stundenpläne von allen Lehrern vom PC. Dafür könnten wir locker von der Schule fliegen. Nur wenn wir erwischt werden. Jemand zu Hause? Frau Meier, zu Ihnen wollte ich gerade. Ich habe aber eigentlich schon Feierabend. Sie sind doch eine Frau. Weil... Ich habe total Bauchschmerzen. Verstehen Sie? Kein Wort. Aber natürlich. Einen Moment, ich bin gleich wieder da. Was hast denn der jetzt erzählt? Erzähl ich dir, wenn du groß bist. Mach deinen Job. Los. Die Zeit läuft. Ja. Und den Rest kannst du behalten, ja? Tschüss. Tschüss. Alle 6 Überfälle waren kurz vor 12:30. Streiter hatte da immer Unterricht. Ein Alibi ist ein Alibi. Also, was haben wir denn überhaupt? Der Bankräuber fährt Skateboard. Und der ist an unserer Schule. Vielleicht. Und die Rollen und vielleicht das ganze Board sind mit der Straßenfarbe versaut. Jetzt müssen nur noch Beweise her. Oh nee, wir müssen jetzt nicht sämtliche Skateboards in Stuttgart checken, oder? Ich fange mit denen von der Skater AG an. Ich sage dir nur, dass wir heute genug Theorie gehabt haben. Ich sage dir, wann du genug hast, okay? Ohne Basiswissen kommt mir keiner von euch in die Halfpipe. Wenn ihr auf den Achsen über eine Kante slidet, dann ist das ein Grind. Ein 50-50-Grind, wenn ihr beide Achsen benutzt. Ein 5-0-Grind, wenn ihr auf der Hinterachse rutscht. Wenn du dir ein eigenes Board besorgst, wird's für alle einfacher, oder nicht? Sorry, ich muss für Physik nach einem Beispiel suchen dafür,
dass der Rollwiderstand und der Durchmesser der Rolle, also dass die irgendwie direkt zusammenhängen, ja. Und ihr beschwert euch über das bisschen Theorie bei mir? Mann, mach die Augen auf! Hey Zwerg, geht noch eine Entschuldigung? Zettel. Hundertprozentig? Also Bart, ich mach's jetzt mal wie du. Der Typ hat sich an der Hand gekratzt. Na und? Und es ist Thomas Witte. Mann, Leute, das ist der Sohn von unserem Direx und unser Schülersprecher. Zettel hat ihn erkannt. Bart, du hast sein Board nicht gecheckt. Wo ist der Beweis, dass er die Bank überfallen hat? Wir haben hier ein astreines Verhaltensmuster. Das ist so gut wie ein Beweis, Leute. Steht alles hier drin. So, so. Er hat sich an der Hand gekratzt. Zettel erinnert sich. Ja, kann der denn wieder reden? Nee, aber er schreibt schon wieder Zettel. Ja, das ist ja schon was. Aber im Ernst, Bart. Wegen einer Handbewegung, da kriege ich doch keinen Haftbefehl durch. Erst recht nicht, wenn sonst niemand sowas gesehen hat. Der Kerl, der ist Schülersprecher und der Sohn vom Schuldirektor. Ich kann doch die Familie nicht so einen... Aber die Profiler, die... Ich war schon Profiler. Da hat's den Ausdruck noch gar nicht gegeben. Trotzdem, wir schaffen hier mit Beweisen und nicht mit Spekulationen. Und überhaupt, haben wir nicht ausgemacht, dass du dich aus der Geschichte raushältst? Mhm. Herr Hermanns, wie schön, dass Sie ein paar Tage hier bei uns verbringen. Falls Sie noch irgendetwas brauchen... Danke, ich will nur 2 Tage keine Models sehen und keine Haare. Ich will einfach nur meine Ruhe haben. Da sind Sie hier bei uns genau richtig. Ach, warten Sie, ich komme schnell mit und schaue, ob alles zu Ihrer Zufriedenheit ist. Wissen Sie, Herr Hermanns, ich war schon immer so neugierig drauf, Sie endlich mal kennenzulernen. Von wegen. Tante Fanny wird ihn so lange bearbeiten, bis er ihren Termin gibt. Mhm. Also, Botzen hat mir Beweise und die kriegt er auch. Da haben wir ja Glück, dass ich sämtliche Stundenpläne der Schule gesichert habe. Da schau mal an. Der saubere Herr Witte hatte jedes Mal eine Freistunde, wenn gerade mal eine Bank überfallen wurde. Witte? Der süße Thomas Witte? Keine einzige Oberstufentussi in Sicht. Deine Chance. Wie sehe ich aus? Ganz gut. Außer vielleicht die Haare. Okay, Schwesterchen, dann will ich einen Termin bei Hermanns. Und zwar das volle Programm. Sonst können wir gleich wieder gehen. Also, was spinnst du? Der ist total teuer. Das liegt bei dir. Also gut. Wie lautet dein Auftrag? Farbe am Skateboard finden. Das kann ja nicht so schwer sein. Hi. Ich habe gehört, du bist voll der Skateboard-Crack. Und wenn? Ich will das unbedingt lernen. Bringst du es mir bei? Du interessierst dich dafür. Na klar, ich stehe voll auf solche Outdoor-Sachen. mein Fuß. Zum Glück, ich habe mein Auto dabei. Also, was hältst du davon, wenn wir lieber ein paar Indoor-Sachen machen? Mhm. Aha. Mhm. Na los. Mach dir keinen Kopf. Für mich haben die immer einen Tisch frei. Bist du hier öfters? Mein zweites Wohnzimmer. Oh, meine Tasche. Und?
Haben wir dir zu viel versprochen? Bis jetzt hast du noch gar nichts versprochen. Ja, Mist, da ist er ja. Tommy! Tommy! Hey, Tommy, Darling! Hallo! Oh, schön, dich zu sehen. Ja. Wie habt ihr mich so schnell gefunden? Dein Auto steht doch draußen. Ah, natürlich, ja. Und? Was machen wir noch? Lass uns doch noch was trinken gehen. Wie wär's mit Marokko? Gute Idee. Also, wir gehen jetzt noch ins Marokko. Und du? Was machst du? Ganz krasser Typ. Ich wäre fast gestorben, wenn du verstehst. Wir verstehen. Und Lebensstil, Geld, Auto, Wohnung? Alles. Und zwar so breit. Die Eltern von dem, ja, die haben ein Wochenendhaus bei Strümpfelbach. Da wohnt der. Ich meine, sturmfreie Luxusbude und dazu noch mietfrei. Ein richtig cooler Typ, Alter. Er sagt, er macht riskante Bankgeschäfte. Das kann man so sagen. Wann triffst du ihn wieder? Im Jenseits. Also danke für den Auftrag. Er hat mir echt die Augen geöffnet. Und vergiss den Friseurtermin nicht, ja? Ja, ja. Tut mir leid wegen dem Skateboard, aber ich hab da noch was für dich und deine Fingerabdrucksammlung. Halt mal. Oh, leider hatte der Bankräuber immer Handschuhe an. Trotzdem eine gute Idee von Christina. Keine Fingerabdrücke, keine Farbe an wittes Board. Und mit den Rollen können wir auch nichts beweisen. Thomas Witte muss es gewesen sein. Für so ein cooles Leben braucht er Kohle ohne Ende. Das ist das Motiv. Oh, hör doch mal auf mit dem FBI-Quatsch. Und wir haben ein klassisches Verhaltensmuster. Und wenn man sowas eindeutig erkennt, dann kann man es auch provozieren. Verstehe ich nicht. Du meinst, Zettel soll Thomas noch mal dazu kriegen, sich an der Hand zu kratzen? Mhm. Er muss ihn einfach nervös machen. Wer nervös ist, macht Fehler. Spinnst du? Zettel hat einen Schock. Na, zum Glück macht er da sowieso nicht mit. Doch. Zettel? Er redet wieder. Hm. Er kommt. Du schaffst das, Zettel. Hey, Brüderchen. Was machst du denn hier? Du hast dein Pausenbrot vergessen. Oh. Danke. Gut, wenn man so einen Bruder hat. Der vergisst nichts. Die wollte ich hier in der Schule, im SMV-Schrank. Nur der Schülersprecher kommt da ran. Schlau, da wird niemand gucken. Bis jetzt. Botzner will Beweise. Jetzt kriegt er sie. Milchgeld. Es ist üblich, dass die Schülermitverwaltung den An- und Verkauf der Pausengetränke organisiert. So lernen die Schüler den Umgang mit Geld. Und Verantwortung zu tragen. Aber wenn ich meinen Sohn sehe, dann könnte ich an der ganzen Idee verzweifeln. Du ziehst zu Hause aus und treibst dir die ganze Nacht in Schickimicki-Lokalen herum, anstatt dich auf dein Abitur zu konzentrieren. Das geht dich gar nichts an. Ich bin volljährig. Das weiß ich. Aber ich hoffe, du bist nicht in ein Amt gewählt worden, weil du so verdammt großkotzig bist. Nein, ich bin gewählt worden, weil ich der Einzige bin, der keine Angst vor dir hat. Jetzt mach mir keine Ansage mehr, klar? Bitte entschuldigen Sie. Ich glaube, hier muss sich nur einer entschuldigen. Und du kannst froh sein, wenn du mit einer Entschuldigung davonkommst. Was? Also. Tut mir leid. Schon gut. Jeder macht mal Fehler. Fast jeder. Verleumdung nennt man sowas. Dafür kommen andere Leute in den Knast. Bertram, bitte. Trotzdem muss der Junge jetzt erstmal was essen. Der Herr Dr. Witte, dein Schuldirektor, den treffe ich jeden zweiten Tag auf der Straße. Ja, wie sollen wir der Familie denn jetzt unter die Augen treten? Der Thomas, der hat mich reingelegt. Ich weiß, dass der die Bank überfallen hat, klar? Ach so? Na dann. Von jetzt ab ist jedenfalls Schluss mit Detektivspielen. Ist das klar? Ich kann euren Vater schon verstehen, okay?
ja mein Geld. Schöne Grüße von Christina. Sie sagt, du blöffst nur. Schöne Grüße zurück. Sie muss noch eine Menge lernen, wenn sie mit den richtig guten Jungs spielen möchte. Jetzt mach dich vom Ackerzwerg. Ich finde, sie macht das nicht schlecht. Dann hat sie eingesteckt bei eurem Date hier. Naja, und du hast ihm davor meinen Bruder gestohlen. In der Bank. Wieder so eine Theorie? Mein kleiner Bruder ist sehr vorsichtig, was seine Kohle betrifft. Siehst du die Löcher? Er hat die Scheine in seine Jacke festgesteckt. Mit einer Sicherheitsnadel. Das beweist gar nichts. Ach, das sieht die Polizei vielleicht ganz anders. Wenn sie bei dem Bankräuber noch mehr solche Scheine findet. Und wer der reagiert? Na, wie wohl? Ja. Meint ihr den Sportwagen, der da gerade lang gerast ist? Ja, genau, der Thomas Witte. Ja, da lang. Oh Mensch, da geht's überall hin. Bundesstraße, Autobahn, nach Strümpfelbach, nach... Strümpfelbach, das Wochenendhaus. Ah ja, Ist Botzenhaar zu sprechen? Beweise! Scheiße! Hoffentlich sieht man die Löcher noch. So, du Zwerg. Und jetzt alle ganz schnell ins Haus. Nein. Keiner geht jetzt irgendwo hin. Sag mal, bist du blöd? Siehst du nicht die Knarre? Ja? Und? Was willst du jetzt machen? Halt! Kerle, bist du jetzt verrückt worden? Weg mit der Waffe! Festnehmen. Bart, her mit dem Ding. Keine Panik, die ist nicht echt. Was? Hast du damit die Bank überfallen? Ist doch cool, oder? Wie man es nimmt. Abführer. Kollege Birkenstock, ich sag's nicht gern. Aber du hast mal wieder recht gehabt. Du Braufeilerle, du. Woher wusstest du, dass es keine echte Pistole war? Aber echt, ich habe mir fast in die Hosen gemacht. Ja, ich habe gesehen, dass unter dem Sicherungshebel keine Schleifspuren waren. Mhm. Keine Sicherung, keine echte Pistole. Thomas hat die ganze Zeit nur geblufft. Und wollte cool sein. Auf jeden Fall wollte er niemanden umbringen. Frau Fink, meine Rechnung. Ich reise ab. Aber Herr Hermanns... Von wegen Ruhe. Diese Bande hat mir ihre Nichte auf den Hals gesetzt. Diese Christine. Das tut mir wirklich leid. Also, und wegen dem Honorar... Behaltet euer Geld. Bitte schicken Sie mir die Rechnung. Na, wie sehe ich aus? Oh mein Gott. Bin ich froh, dass ich keinen Termin bekommen habe. Weißt du, was hier geht? Wer da heimlich tut und wer dahinter steht, sich im Finstern bewegt. Psst, hör mal du, sag lieber gleich die Wahrheit, denn wir finden sie raus und du kommst nicht weit. Wir sind wieder unterwegs, schneller als die Polizei. Wir lösen jeden Fall, was es auch sei. Was ist los? Wir liegen auf der Lauer. Was passiert? Wir scheuen kein Abenteuer. Wir lösen jeden Fall komplett. Wir sind BARZ.
Das hat ein ehemaliger FBI-Agent geschrieben. Da stehen die modernsten Tricks für eine absolut erfolgreiche Ermittlung drin. Na super, Bart. Aber die Bank hat gleich Mittagspause. Also zuerst kaufe ich mir das Buch. Na gut, dann gehe ich heute allein. Mein Geld muss aufs Sparbuch. Schon klar, Zettel. Du hast Schiss, dass die Voreinder dein Geld klaut, stimmt's? So schnell klaut mir keiner mein Geld. Na dann, bis später. Rucksack her! Alle bleiben, wo sie sind, klar? Her damit! Geh schon. Hallo, Bart. Hallo, Herr Botzenhardt. Grüß Gott miteinander. Tag, Herr Botzenhardt. Tag, Herr Botzenhardt. Na, Benjamin, wie geht's dir denn inzwischen? Körperlich hat er ja nichts, sagen die in der Klinik, nur die Beule. Er hat seit heute Mittag nicht ein Wort gesprochen. Der Arzt sagt, er hat vielleicht ein Trauma. Kriegt Zettel wenigstens sein Geld wieder? Ach, Bart, das Geld ist doch jetzt völlig wurscht. Leider hat der Zettel ja sein Geld noch nicht einbezahlt gehabt. Damit ist es wie ein Futsch. Und der Bankräuber ist wieder mal entwischt. Und was sagen die Zeugen? Gibt's Videoaufnahmen oder sowas? Ach, die Kamera war kaputt und der Verbrecher war natürlich maskiert. Ah, aufpasse, gell? Kollege Birkenstock, mir machen die Ermittlungen. Wenn ich brauchbare Informationen hab und nachdem wir den Täter gefasst haben, werde ich dich ausführlich unterrichten. Hättest recht? Ich hoffe, du hast es gehört. Boah, der Kerle, der ist bewaffnet und der fackelt nicht lang. Also hältst du dich diesmal aus der Geschichte raus. Sind wir uns da einig? Mhm. Musstest du nicht meinem Ex-Kollege Botzenhardt schwöre, die Hände von der Sache zu lassen? Ich habe ihm nur versprochen, seine Ermittlung zu dem Bankraub nicht zu beeinflussen. Ja, und das tue ich auch nicht. Doch, Herr Schuster, ich untersuche nur einen ganz normalen Diebstahl, meinem kleinen Bruder betreffend. Bist der Käpsele. Was hast du denn da für ein Buch? Profiler. Ja, so ein Buch hätte ich auch schreiben können, als ich in Rente gegangen bin. Das Buch ist der Hammer. Mit Täterprofilen hätte ich schon viel früher arbeiten müssen. Sowas klappt bloß bei Serientätern. Eben. Unserer hat schon 6-mal eine Bank überfallen. Hast schon was für dein Täterprofil. Mhm. Also er ist sportlich, intelligent, kaltblütig, gewaltbereit und ist immer sofort spurlos verschwunden. Ah, sowas klappt nicht in der Stadt mit dem Auto. Das müsste ich glatt zu Fuß machen. Der ist wahrscheinlich ein sehr guter Sportler. Unser Schülersprecher, ein cooler Typ. Na, das ist ja mal originell. Du weißt schon, dass es auch der Sohn vom Direx ist, oder, Schwesterlein? Ja, das weiß ich. Aber der Süße hat sich doch echt klasse gemacht in dem Schuljahr, oder nicht? Doch, echt. Und den kommt man gar nicht mehr ran, so wird er von den Mädels belagert. Die komplette Oberstufe steht auf dem. Oh, tja, Christina, da hast du ja wohl keine Chance, hm? Wart's ab, Schwesterherz. Beim nächsten Mal übersieht er mich garantiert nicht. Warte mal. Karl Hermanns will bei uns übernachten? Der Karl Hermanns, der Promi-Friseur? Hey, Christina, der könnte doch was aus deinem Typ machen. Entschuldigung. Sind Sie hier schon den ganzen Tag? Ja. Und haben Sie auch den Banküberfall da drüben mitgekriegt? Nee, ich war gerade in der Mittagspause. Ist Ihnen da jemand durchgefahren oder wie? Ja. Ich komme gerade aus meiner Pause zurück. Und was sehe ich da? Ist mir da so ein Mistkerl durch die Farbe gerast. War das ein Skateboard? Genau so sieht's aus. Immer mittags kurz vor der Pause rennt der Typ in die Bank. Hände hoch, Kohle hier. Gerade da muss Zettel reinlaufen. Armer Kerl. Jetzt ist er schon mal Zeuge und kann auch nicht mal drüber reden. Also das sind jetzt alle Banken, die der Typ bisher überfallen hat.
und der Täter schlägt kreisförmig zu. Und schau mal, was genau in der Mitte liegt. Wir probieren noch mal einen Kickflip. Ja, genau, super. Unser Schulhof ist der Skatertreff in Stuttgart. Ja, und alle überfallenen Banken waren ungefähr gleich weit von hier entfernt. Nicht schlecht. Und Mr. Witte, so ein Bail wie neulich brauchst du mir gar nicht mehr zu liefern, ja? Vorsicht, Leute, der Streiter. Ihr poppt das Board nach unten. Was ist mit dem? Das ist dermaßen der Schleifer, das ist so ein... Der leitet einfach nur die Skater AG, weil er der Sportlehrer ist. Wieso, was hast du denn gegen den? Mach nichts. Man wollte auch in die Skater AG, aber der Streiter, der hat ihn einfach ausgelacht. Der hat gesagt, ich wäre ein Weichei und eine Lusche. Und ich könnte mich nicht in eine Gruppe integrieren. Ja, unmöglich, der Typ. Dem traue ich alles zu. Sogar einen Banküberfall. Der hat so viel Geld für einen Lehrer. Der fährt jede Ferien weg. Im Winter Snowboarden, im Frühling Paragliden und im Sommer Tauchen. Ja, und das ist ein sehr guter Sportler. Da raus. Okay. Wenn er jetzt noch weiße Farbe an seinem Board hätte. Passt ein bisschen auf euch auf, gegenseitig. Hey, super!